In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recodes, damit wir den Computer nutzen können. Wird gemacht. It's time. Gut. Machen wir das nochmal. Credit und Waffen-Upgrade. Okay. Plasma-Cutter-Upgrade. Bringe Upgrade-Teile zur Werkbank und Waffen Ausrüstung verbessern. Ich komme gleich wieder. Glaubt da, wo er Werkbank kann, ne? Glaube übrigens, oder hat es zur Werkbank gegeben? Na, anscheinend doch nicht. Alter, die Musik schon wieder. Schade. Aber ich glaube, da hinten. Oder das. Ist, glaube ich, eine Monorail Station da hinten. Das war das Symbol. Ja, gut, dann machen wir das mit der nächsten Werkbank. So. Save me, save us. Der Kollege schaut auch nicht mehr so fit aus. Fuck this ship. Okay, das Schiff nichts dafür. Wenn da fahren wir über der Nekromorphe rumlaufen. So, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können hier durch. Wir können zurück. Wir könnten. Es gibt doch nur eine Möglichkeit. Okay. Dann gehen wir da durch. Zur Notaufnahme. Ich muss, sorry, dass ich immer so oft auf die Karte schaue, das ist so eine Resident Evil Krankheit. Aber ich sag, die mag mich da orientieren. Was ist das da hinten? Oh Gott. Dieser Raum, das. Wie es hier geht, nur wie viel Munition ich von der noch habe. Ah, so. 46 ist nicht so viel. Gut, wir könnten auch damit Spieße oder Speere rumwerfen, wenn uns danach ist. Ich glaube nämlich, mich erinnern zu können, dass im Original dieser Raum unter Quarantäne gesetzt wird. Und dass da eine Menge Gegner kommen. Schauen wir mal. Textlog. Lesen wir mal was durch. So. Logbuch der Krankenstation Dr. B. Warwick. Oder Warwick. Leitender Psychiater. Bericht über die psychiatrische Beobachtung des Patienten Harris B. Mitarbeiter Hashtag PM19026EH. Harris ist nach einer weiteren Dosis Beruhigungsmittel eingeschlafen. Ohne chemische Hilfe kann er anscheinend nicht beschlafen. Die meisten Menschen erliegen der Erschöpfung nach mehr als 50 Stunden nach dem Aufwachen, unabhängig von den Umständen. Harris nicht. Seine bizarre Erklärung für die Ereignisse auf der Kolonie deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir auch anderswo auf dem Planeten gesehen haben. Seine Schuld steht außer Zweifel. Zwei Sicherheitsbeamte waren anwesend, als er Dr. Schiarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Und Harris leugnete seine Taten nicht. Aber er zeigt keine Reue. Vielmehr besteht er darauf, dass es kein Verbrechen gab. Dass Evans keine Krankenschwester war, als er sie tötete. Dies ist ein klassisches soziopathisches Verhalten, aber Harris zeigt keine anderen Symptome. Er ist umgänglich und freundlich, kann sich einfühlen und seine Meinung äußern. Wenn er jedoch zum Mord an Evans befragt wird, zieht er sich zurück und wird unkommunikativ. Er behauptet, die Erklärung stecke in seinem Kopf fest und das Sprechen darüber bringt die Botschaft durcheinander. Außerdem leidet er zeitweise unter Halluzinationen, die denen anderer Kolonisten ähneln. Während seiner langen Wachphase schreibt Harris auf jede verfügbare Oberfläche und behauptet, dass die Träume sprechen müssen und dass sie versucht, sie wieder vollkommen zu machen. Was das bedeutet, habe ich noch nicht herausgefunden. In Anbetracht der Komplexität seines Falles werde ich mich an meine Kollegen wenden. Okay, er weiß also nicht mehr weiter. Das ist dumm. So, wir können die Türe zwar mal freilegen, aber wir brauchen sowieso wieder Sicherheitsfreigabe 1. Ich glaube, das ist so ein Asis in einem Behälter. Sprich, wenn wir das auf den Gegner werfen, wird er kurzzeitig langsamer. Werden wir vielleicht brauchen. Und ich muss husten. Bin wieder da. So, ihr merkt, dass ich mich nicht recht
viel weitergehen brauche. Energiezellen, vergewissere dich vor dem Entfernen der Batterie, dass der Schutzschalter nicht mit Energie versorgt wird. Okay. Da ist wieder Speer. Oh, ah, das ist, ist das unsere Frau? Übertragung an das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Ja. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern. Und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Er hat einen Anfall. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Ziel abgeschlossen. Untersuche die Notaufnahme. Folge Nicoles Hologramm. Okay. Ich werde diesen mal weiterverfolgen. So, das Hologramm ist da irgendwo hingegangen. Glaube ich. Ah, da kann man das Ganze nochmal. Übertragung an das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern. Und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Naja, okay, es ist irgendwo da lang gegangen. Da ist nichts. Na ja, gut, gut. Wir schauen einfach mal weiter. So. Oh oh. Mhm. Ich glaube, wenn es wirklich zur Quarantäne kommt, wird das der Ort sein, wo mir verkriechen wird. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Auch wenn der Ventilator ist, aber von. Das ist mir wurscht. Ich glaube, durch die Glasscheibe können die eh nicht durch. Oder durchs Fenster. Oh, das ist sehr gut. Ich meine, in dem Raum ist mir die Waffe ist dann ein bisschen lieber. So. Ja, ich freue mich über Munition. Wie schön ist das? So. Gut, dann haben wir, glaube ich, den Raum soweit es bei durchsucht. Also, der Raum ist verschlossen. Da gibt es überhaupt kein Durchkommen. Genau, und da ist diese Energiezelle und da oben ist der einzige Weg, wo es weitergeht. Dass der Schutzschalter mit Energie nicht mit Energie versorgt wird. Das ist, wenn man es trotzdem. Okay, geht das. Lichter, Dusche. Ah, so. Ah. Das ist nur ein kleiner versteckter Raum. Audiolog. Schauen wir uns gleich an. Voltableiter, das ist viel wert. Credits, 1500. Das ist so ein kleiner versteckter Raum. Wait, jetzt 100. Das ist nur Klargeld aus der Kaffeekasse. So. Kann man die Türe da wieder zumachen? Vielleicht wieder das, der Raum. Das der Raum sein, wo ich mich verkrieche. Ja, was sagt das alle? Logbuch der Krankenstation. Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unitologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Nach dem gestrigen Angriff konnte ich eine Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment, wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Hm.
Finde den Autopsie-Standort, aber da kommen wir anscheinend noch nicht hin, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Nicole wollte eines dieser Dinger obduzieren. In ihrem Protokoll wurde eine Kreatur erwähnt, die im Maschinenraum zerstückelt wurde. Ich sollte dort nachsehen. Mehrere Monorail-Stationen sind noch abgeriegelt. Ich weiß nicht, wie ich zum Maschinenraum kommen soll. Okay. Und... genau. Das machen wir jetzt. So. Gut. Aber kann man die Tür nicht wieder zumachen? Das finde ich schade. Außerdem, sobald wir den Schalter entfernen wird. Okay. Achso, na, die Tür bleibt ja trotzdem offen. Na, passt schon. Gut, dann hätte ich gesagt, dann schalten wir das jetzt aus. Okay, wir kommen doch nicht mehr zu unserem Safe Spot. Ich hab gerade die Quelle jetzt weggeschossen. Das wollte ich nicht. Oh. Oh, war's das bitte? Alter, ich liebe dieses Spiel. Haha. Und ich hasse es. So viel dazu, dass das da hinten mein Safe Spot war. Ich habe mich doch in der Ecke verkrochen. Habe mir aber irgendwie sicher gefühlt. Da sind die Credits, die ich vorher irgendwie weggeschossen habe, willkürlich. Wo ich glaube, es waren eh noch 100. So. So. Mal wieder ein bisschen Munition. So, wir wollten ja eigentlich das hier mitnehmen. Also könnt ihr bei der Nase kratzen. So. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich für ein... ah. Okay. Wollte gerade fragen, was das für... Magnetsymbol daneben der Waffe ist. Ah, das heißt, sobald dieses Symbol erscheint, sehen wir irgendwas an, was wir nehmen können. Okay, cool. Alles klar. So, dann würde ich sagen, gehen wir da durch in diesen Raum und wir gehen da weiter. Zur Notaufnahme Flur A. So, wir müssen noch rechts, wir schauen noch links. Gut, das war diese verbarrikadierte Tür oder der Weg, den wir schon von der anderen Seite gesehen haben. So. Credits nehmen wir natürlich mit. Ist das fies? Das ist halt das Geile an dem Game ist, zumindest geht es mir so, dass ich da wirklich bei jedem einzelnen Gegner Panik bekomme. Bei jedem einzelnen fucking Gegner bekomme ich Panik. Außer bei den kleinen Babys, die sind okay. Die sind süß. Aber sobald irgendein andere Necromorph kommt, gerate ich wieder in Panik. Droppt sie eigentlich auch was? Okay. So, da geht's weiter, ne? Yes.
Aber ich will da Sicherheitsstufe 2 Tür. Wir müssen jetzt alles mal backtracken, sobald wir solche Türen öffnen können. Ich hoffe, das ist echt klar. Na, die droppt nix. Außer ein Dickdarm. Dann irgendwo ein Gegner kommen, will mal so einen Speer testen. So. Aber ich würde nicht überall mitnehmen, weil ich dann immer Angst habe, dass ich irgendwas übersehe. Müssen wir da geradeaus weiter, wenn wir. Ja, müssten wir es erst. Es wäre interessant, was sich da am Ende befindet. Und was für Mehl wir da bekommen haben. Und. Trotzdem frage ich mich, da wir auch schon immer wieder Stimmen hören, ob wir auch schon ein wenig halluzinieren. Das heißt, wenn das an dem Marker liegt, dann ist der Marker irgendwann noch an Bord. Oder zumindest in Nähe. Jetzt habe ich es nicht gesagt, weil ich die Story schon kenne, weil an das kann ich mich nämlich gar nicht mehr erinnern, wo sich dieser Marker gerade befindet. Weißt du, so eine Vermutung. Habe ich schon erwähnt, dass ich Dead Space schon ewig nicht mehr durchgespielt habe, also das Original. So. Kommen. Priestess. Wow, Alter! Das habe ich doch vorbei gelacht gehabt. War weg. Was ist mit meiner Munition los, Kollege? Warum habe ich auf einmal so einen Munitionsmangel? Ah, Impuls, okay. Credits? Impuls, okay. Audiolog! Mercer, hier ist Terence Klein. Sie waren im OP, also habe ich es bei Warwick hinterlassen. Er ist diskret. Ich habe gerade ein Update von Aegis 7 erhalten. Die Situation ist schlimmer, als Captain Matthias zugeben will. 40% der Bevölkerung der Kolonie zeigen Symptome. Depressionen, Halluzinationen, noch mehr Gewalt. Da unten sterben Leute. Ich weiß, das hängt irgendwie mit dem Marker zusammen, aber mir fehlen die Daten. Mercer, vielleicht hatte ich Unrecht. Wir brauchen unbedingt Antworten. Dieser Patient, Brent Harris, könnte unsere letzte Hoffnung sein. Was ist der Kain? Wenn wir da elegant aufgespießt haben. Okay. Sauerstoff ist voll, okay. Irgendwann wird da mal da uns der Sauerstoff ausgehen. So. Da kommen wir nicht durch. Die Noten nehmen wir mit. Aber da waren wir auch schon. Da laden wir nach. Gut, da gehen wir weiter. Da lebt wer? Okay, da hat wer gelebt. Das ist aber voll. Eric zwar. Freigabe der Stufe 2 erforderlich. Gut, sind wir da eigentlich schon da, wo wir hinwollen? Nein, noch lang nicht. Oh, da kann man aber speichern. Wir müssen ja immer noch zur Leichenhalle, glaube ich.